was sagen Sie denn zu den ORF-Top-Gehältern? Ein Wahnsinn. Im guten oder im schlechten Sinn? Im schlechten Sinne. Ich habe mir ausgerechnet, was einer bekommt im Monat. Ja? Und das haben viele nicht einmal im Jahr. Ja? Und ich finde das nicht korrekt. Vor allem, dass man auch gezwungen wird, eine Abgabe zu zahlen, auch wenn ich keinen Fernseher habe, dass ich solche Gehälter finanziere. Finde ich nicht okay. Also ich bin ein bisschen überrascht, ne, weil ich hätte nicht gedacht, dass die Leute das Zehnfache verdienen als Durchschnittsverdiener. Ja, würde ich meinen, es ist nicht angemessen, wenn man die Gebühren sowieso zahlen muss, also zwangseingeführt. Ne? Vor allem der ORF bringt ja auch so viel Werbung. Also für das, dass er ein Staatsfunk ist, weil in Deutschland ist es ja so, dass der Staatsfunk keine Werbung bringt. Ne? Da muss ich mir das anhören, ob ich will oder nicht. Gut, ich tue immer auf Stumm schalten. Also darf ich ja zusammenfassen, Sie sehen die Gehälter als zu hoch an. Ist das in einer Relation zu sehen? Es ist schwer zu sagen. Also ich meine, diese ZIP-2-Reporter, die müssen schon sehr viel hart arbeiten. Also ich glaube, da ist das... Aber ich will da jetzt keinen Namen nennen, weiß jetzt nicht. Also da, wenn jemand kocht und gar nicht selber kocht, als ob der richtig das Gehalt verdient und nur dort steht als Verzierung. Na gut. Aber bitteschön. Was sagen Sie? Ja, wie ich sage, vor allem nicht, dass die Verwaltungsbeamten das eigentlich beziehen, weil die Schaffenden sollen das tun. Ne? Und die Verwaltung, die, das Management, ich meine, die haben doch ein bisschen andere Aufgaben als die Schaffenden. Ich würde sagen, die Schaffenden sollen das verdienen, die Verwalter ungefähr so für einen Verwalter das bekommen. Aber die Korrespondenten und die Redakteure, also die arbeiten sicherlich hart. Also der hat wahrscheinlich keinen 8-Stunden-Tag. Für das, was die noch Lügen tun, sind das sehr gut bezahlt, ja. 440.000 Euro ist beim Topverdiener Robert Kratzki ja die Zahl, die er im Jahr brutto verdient. Ich habe mir das auch ein bisschen angeschaut. Im Durchschnitt in Österreich ein Angestellter kriegt an die 39.000 Euro. Also dieser Unterschied ist schon sehr stark. Was würden Sie denn mit so viel Geld machen? Ich überlege mir das nicht. Ich verdiene das nicht und habe es auch nicht. Also deswegen überlege ich mir das gar nicht. Ich finde halt nur, ich habe noch dazu gelesen, was sich die in einem Nebenjob noch verdienen. Das haben viele auch nicht. Ja, also ich glaube, bei 8.000 oder so liegt das. Und das ist auch ein Wahnsinn. Was kann der im Nebenjob machen, dass der 8.000er kriegt? Ja? Na, ich glaube, was sie mit dem macht, ist mir eigentlich egal. Nur ich finde es nicht angemessen, ne, für diese Tätigkeit von einem Herrn Professor oder was das alles darauf steht. Ne? Ja. Was sagen Sie? Ja, ich bin eigentlich derselben Meinung, ja. Pro Tag auch 1.000 Euro zu verdienen. Weil ich denke immer an eine arme Krankenschwester, die womöglich einen 24-Stunden-Job hat und geht vielleicht mit 2.500 Euro im Monat heim. Nicht? Ja, schon recht viel dann eigentlich, wenn man es vergleicht mit anderen Gehältern. Also ich bin zum Beispiel Lehrerin, da ist mein Jahresgehalt sicher um einiges niedriger. Ja, verwundert mich jetzt eigentlich schon sehr, dass das so viel dann ist, irgendwie für einen Radiomoderator. Irgendwie. Würden Sie sagen, es ist gerechtfertigt? Ich finde, es ist immer schwierig, wie man das abwägt. Also welcher Job quasi mehr Bezahlung verdient als andere. Ich mag mich da jetzt eigentlich nicht so festlegen. Ich finde, aber es ist natürlich sehr, sehr viel, ja, für das, dass also jetzt kein, ich sage jetzt mal, kein lebensnotwendiger Job ist für mich zumindest nicht. Ja. Mehr wie der Präsident. Mehr wie der Präsident, auch mehr als der Bundeskanzler. Was ist da die Reaktion darauf? Ich meine, einen Präsidenten haben wir eigentlich auch für nichts, weil der ist auch gegen das Volk. Der Bundeskanzler ist gegen das Volk und was der Robert Kratzki macht, weiß ich nicht, warum der so viel Geld bekommt. Nur ich weiß nur, die ganzen Politiker haben sehr viel Geld und tun sehr wenig fürs Volk. Ich habe mir auch angeschaut, wie viel unser Herr Bundeskanzler verdient. Und der verdient gute über 100.000 Euro weniger als die 440. Passt das zusammen? Ja. Natürlich nicht. Nein, passt irgendwie nicht zusammen. Nein, weil die Verantwortung ist auch nicht so groß, ne, wie bei einem staatstragenden Herrn Bundeskanzler. Ne? Ist die Frage, ob der Bundeskanzler so viel Geld verdienen sollte, ob das quasi gerechtfertigt ist. Aber es ist sehr verwunderlich, ja. Also natürlich, vor allem, mich wundert es dann, wie das überhaupt zustande kommt. Wer, also ob das quasi Steuergelder sind, die dann quasi der Moderator da bekommt oder ob das irgendwie privatwirtschaftlich irgendwie ausverhandelt wird, keine Ahnung.
gerecht, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, das ist wieder so schwierig. Ich finde es auf alle Fälle wahnsinnig überraschend, ja. Wie ist diese Relation für Sie, wenn man das hört? Eigentlich ein Wahnsinn, ja. Oder eine Frechheit, kann man fast sagen, ja. Weil ich sage, die Leistung, was ein Bundeskanzler bringt und ein ORF-Moderator oder wie man das halt bezeichnet, dass der mehr hat als wir eigentlich, oder sogar Bundespräsident wahrscheinlich wird auch nicht dorthin kommen auf die Summen, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sowas eigentlich gibt, wenn man es nicht selbst jetzt lesen würde, beziehungsweise weil es jetzt angesprochen wird, sagen wir so einmal. Ja. Aber es ist ja nicht nur er, es sind ja da andere auch darunter angeführt. Man darf ja da nicht auf einen, man muss ja sagen, generell der ORF-Konzern mit vielen anderen Betrieben halt, ist halt der Wahnsinn, was dort bezahlt wird. Ja. Und das alles nur, wenn es verstaatlicht ist. Ja. Und das finde ich gar nicht okay, ja, muss ich sagen. Und das gehört eigentlich auch abgestellt. Ja. Weil ich weiß nicht, was der leistet, dass ich sage, dass der so viel verdienen darf. Ja. Weil wenn man schaut, Top-Manager von Banken oder woanders haben solche Gehälter gerade und die müssen wesentlich mehr Verantwortung tragen als wie diese Personen eigentlich. Ne? Jetzt kann man das natürlich auch versuchen zu vergleichen mit Zahlen, die zum Beispiel ein normaler Angestellter verdient. Und das ist pro Jahresgehalt circa um die 39.000 Euro. Ja, so viel tatsächlich, doch, aber um einiges weniger. Was würden Sie denn mit so viel Geld machen? Weiß ich nicht. Ich würde Schulden bezahlen, hausfertig machen, sinnvolle Sachen halt. Es wird jetzt aus mehreren Ecken auch gefordert, dass man das Ganze ein bisschen reformiert, dieses Gehaltsschema, und dass da was getan wird, dass eben nicht so viel Gehalt ausgezahlt wird. Wie sehen Sie das? Was muss da gemacht werden? Gehalt gehört leistungsorientiert ausbezahlt. Wenn ein Politiker oder ein Moderator oder irgendwas leistungsorientiert arbeitet fürs Volk, dann soll er auch mehr verdienen. Wenn er nicht fürs Volk arbeitet, soll er nichts verdienen. Ja, die Frage ist nur, wie könnte man das denn messen, ob das jetzt fürs Volk gearbeitet wird oder nicht? Volksbefragungen. Einfach das Volk befragen, demokratisch befragen. Das heißt, Sie würden sich da schon eine Reform wünschen von diesen Gehaltsstufen? Ja, hör doch. Aber nicht nur dort, es sind viele andere Betriebe, was auch verstaatlicht sind, wo das genauso ist. Ja. Also da sind ja die Gehälter auch extremst. Und uns sagt man, wir müssen sparen oder das und das wird teurer. Und das finde ich nicht okay. Von welchen staatlichen Betrieben reden Sie da genau? Ja. Politische Institutionen oder was? Was kann man sich darunter vorstellen? Braucht ja nur schauen, zum Beispiel, wenn man schaut, den ersten Bezirk dort. Bei der Nationalbank hört man ja auch schöne Gehälter und es wird sicherlich noch andere auch geben, was mir jetzt nicht einfällt, wo schöne Gehälter bezahlt werden und der normale Arbeiter hat maximal 2.000er und muss halt durchs Leben kommen und solche Gehälter werden halt dann von uns finanziert und das finde ich nicht in Ordnung.